Seit Jahrzehnten warnt die Wissenschaft vor der Klimakrise und ihren Auswirkungen. Und seit Jahrzehnten versäumt die Politik, es zu handeln. Dabei haben wir die Verantwortung, unseren Planeten so zu hinterlassen, dass auch noch andere nach uns hier leben können. Es ist nicht die Aufgabe einer einzelnen Generation, etwas gegen die Klimakatastrophe zu tun. Nein, das ist die Aufgabe der gesamten Menschheit. Jeder und jede kann und muss ihren Beitrag dazu leisten, um die Erde zu schützen, damit sie auch für unsere Kinder und deren Kinder noch bewohnbar ist. Sollten wir die Kipppunkte erreichen und das 1,5-Grad-Ziel verfehlen, sind die Schäden an unserer Zukunft nicht mehr umzukehren. Wir müssen jetzt anfangen zu handeln, denn sonst wird unsere Zukunft nicht mehr lebenswert. Die Klimakrise ist das größte Problem unserer Zeit. Aber dafür können wir nichts. Unsere Generation hat diese Krise nicht verursacht. Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Wir sind die Generation, der das Eis unter den Füßen wegschmilzt und der das Wasser über den Kopf steigen wird. Wir sind die erste Generation, die den längsten Teil ihres Lebens in der Klimakrise verbringen wird. Und das werden wir nicht einfach hinnehmen und akzeptieren. Kommt mit uns am 20. September auf die Straße. Denn es ist unsere Wahl und unsere Zukunft. Wenn die Politik nicht handelt, dann müssen wir das.